Dies die leisen Schritte der Überlebenden. Ja, gute Frage. Und mit dieser Frage starten wir in die nächste Aufnahmesession zu Let's Play Resident Evil Zero. So, es geht weiter. Ja, wir haben mittlerweile schon den 31. Dezember, wo ich das aufnehme. Sprich, bei euch ist das schon längst 2022. Bei mir ist es erst in 22 Stunden oder 21 Stunden, eine halbe Stunde. Und ja, übrigens bei uns heute 15 Grad gehabt, also für Dezember komplett abnormal. Aber ja, gut. Soll noch einmal jemand sagen, es gibt keinen Klimawandel. Okay, so, wir müssen jetzt aber hier mal diese Welt retten, bevor wir unsere Welt retten. Genau, wir haben im letzten Part einen Riesenskorpion, den Riesentausfüßler getötet. Den Skorpion haben wir in Zug getötet. Und so, jetzt muss ich mal etwas hineinfinden wieder. So, okay, Rebecca hat sehr viel Munition dabei. Ich denke mal, die hat Billy. Aber ich glaube, der hat auch nicht recht viel. Ja, etwas Munition hat er, okay. Na gut. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 wäre, dass wir die Kerze anzünden. Und dass wir dann so durch die Tür können. Und die zweite Möglichkeit wäre, dass wir den Uhrzeiger einsetzen und dass wir dann weiter können. Ich denke mal mit dem Uhrzeiger, wenn wir diesen Uhrzeiger in die Uhr einsetzen, dann können wir eventuell durch die Uhrentüren gehen. Deswegen will ich zuerst das mal mit der Kerze probieren. So, dazu müssen wir wohin? Ich glaube in diesen Raum, da war's. Das heißt, müssen rauf in den Konferenzraum. Ne, gar nicht in den Konferenzraum, durch diese Tür und dann durch. Okay. So, ich versuche übrigens jetzt wirklich mal Munition zu sparen. Sprich, einzelne Zombies, die in Räumen sind, wo wir schon waren, wo es nichts mehr zum Einsammeln gibt, werde ich versuchen zu umgehen. Weil wir kommen sonst wirklich noch in. Ja. So, mal ganz kurz. Boah, und die Musik. Na, sollte ich nicht. Wie viel? 18 Kugeln, 7, ja, das ist echt nicht viel. Aber gut. So, wo war denn dieser Raum jetzt? Da durch? Ne, das war aber nicht der Raum. Da war eine Wassertür. Das verwechsel ich. Da war der Raum. Das war der Raum. Das heißt, wir müssen doch nochmal zurück. Sorry. Zurück, müssen zurück. So. Machen wir dann mal den Aufnahmecheck. Hört gut aus, Mikrofon läuft. Ton läuft auch. Und aufnehmen tue ich auch. Wäre das Wichtigste wohl. Passt, okay. So, ja. Ja, das ist schon relativ spät, ist, habe ich glaube ich schon erwähnt. Ist schon 2.40 Uhr. So, etwas später. Als wo ich normalerweise aufnehme, weil es nämlich um 10 Uhr auf. Oh, hallo, Rebecca. So. Wir müssen nach da lang, andere Richtung. So, denn wir haben ja auch noch, wir haben lauter Items, die wir eigentlich noch nicht wissen, wo wir die einsetzen. Wir haben zwei Figuren, Flipchart haben wir glaube ich auch. Und was weiß ich alles. So, und dann war es glaube ich da lang, oder? Jawohl, genau. Oh, bitte keine neuen Gegner, bitte keine neuen Gegner, bitte keine neuen Gegner. Und wenn, dann einfach normale Zombies. Nicht wieder diese Insekten. Das sieht gut aus. So, okay, dann probieren wir das mal jetzt aus. Verwenden. Das hört sich sehr gut an. Okay. Okay. Das ist ja mal eine coole Türsteuerung, aber nicht sehr sicher. Ich will sie eigentlich nicht stören beim Essen, ja, aber es muss wohl sein. Von denen haben wir noch 9. Ja, was verwenden wir jetzt? Wir hätten ja auch noch ein paar Molotov-Cocktails, aber die will ich ehrlich gesagt nicht verwenden. Okay.
Okay, wir haben mit 5 Schüssen 2 getötet. Ich glaube, ich lasse das mal. Nice, Granaten. Ich bin schon wieder glücklich. Gibt es da sonst noch etwas oder waren das jetzt nur... Ah ne, da geht es auch noch irgendwie lang. Warte mal. Hier? Ah, da geht's rauf, okay. Ein Stillleben. Stillleben eines Obstkorbs, okay. Einige der Früchte sind verfault. Der Aktenschrank ist völlig durcheinander. Aber es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Okay. Wir haben ja... Oh, das können wir verschieben, denke ich mal. Vorher noch schauen wir uns das Bild an. Das Bild zeigt eine Gruppe von Leuten, die ein Baby umgeben. Sie haben irgendwie etwas Bedrohliches an sich. Okay, das... Ja, da ist etwas. Wir haben zwar keine... Doch, wir müssten Platz haben. Wir haben ja Munition verschossen. Buch des Guten mitnehmen? Ja. Okay. Haben wir nicht in Resident Evil 1 ein Buch des Bösens gefunden? War das nicht im Keller bei diesem... Wo auch der Crimson Head war, in dem Sarg? Untersuchen. Sehen wir uns das mal an. Auf dem elegant eingebundenen Buch steht... Gut. Okay. Ganz schön schwer für ein Buch dieser Dicke. Okay, soll das ein Hinweis sein, dass wir mal reinschauen sollen? Das hätte ich sowieso getan. Das Buch öffnen. Eine Frage, klar. Noch eine... Da ist etwas drinnen. Engelsflügel mitgenommen. Ein weißer Stein in Form von Engelsflügel. Ein weißer Stein in Form von Engelsflügel. Okay, cool. Na gut. Dann würde ich sagen, sind wir da fertig. Denke ich mal. Können wir das in die andere Richtung auch noch schieben? Vielleicht finden wir noch etwas. Munition zum Beispiel. Nee, okay. Schade. Weil ich kann mich nicht beschweren. Ich habe Raketenmuni gefunden. Aber die werde ich dann eher bei den Bosse wieder verwenden. Wenn man auf die Leichen drauf tritt, dann zucken die noch ein wenig. Seht ihr das? Okay. So, aber sonst ist da glaube ich nichts mehr. So. Ein neues Item gefunden. Das heißt, es können wieder neue Zombies da sein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Okay. So, wo war denn eigentlich die Uhr? War die auch hier? Das wäre... In den alten Resident Evil Teilen war das in der Karte eingezeichnet. Hier jetzt leider nicht mehr. Wo war denn die Uhr? Na okay, werden wir schon finden. Wir gehen mal wieder zurück. Wir gehen mal wieder zurück und legen wieder Items ab. So. Und laden gleich mit dem Raketenwerfer nach. Gut, dann haben wir ein paar Raketen und auch ein paar Cocktails. Okay, das mit der Engelstatue, das machen wir gleich. Hi, Rebecca. So, am liebsten würde ich ja schon wieder abspeichern. Das heißt, können wir da überhaupt noch was ablegen? Das ist die Frage. Und den mitnehmen und kombinieren mit der Muni? Ah, shit. Das könnte ja so einfach sein. Ja, dann legen wir kurz in diesem Raum ein Item ab. Solange der Kollege dann der Ecke nicht aufsteht, ist ja alles gut. Dann legen wir das mal hier kurz ab. Nehmen das gleich wieder mit. So, dann laden wir die Raketen in den Raketenwerfer. Was? Achso.
Ah, verdammt, ich muss noch was ablegen. Also da hätte man zumindest jetzt schon kombinieren können. Aber gut. So, dann legen wir noch was ab, legen wir halt die Muni da ab, genau. Nochmal zurück. Und dann nehmen wir jetzt einen Raketenwerfer mit. Jawohl. Laden die Munition da rein, legen Raketenwerfer wieder ab und nehmen die Munition und die Engelsflügel mit und können weitermachen. So. Das wäre die Munition. Und das wären die Engelsflügel. Perfekt. Ich überlege gerade, der eine Zombie hat ja einen anderen gerade aufgefressen. Wenn die Leiche ein Polizist gewesen wäre, dann hätte er vielleicht Munition dabei gehabt. Vielleicht sollte ich den nochmal untersuchen und schauen, ob man da was mitnehmen kann. Nur vorsichtshalber. Ich möchte da wirklich keine Munition übersehen. So, aber vorher. Das war, glaube ich, die Engelstatue. Nee. Nein. Da wohl die Dämonenstatue. Das müsste es jetzt sein. Yep. So. Kann man das jetzt kombinieren? Sehr nice. Aber fehlt immer noch der Kopf. Eine Statue in Form eines Engels. Der Kopf und die Hände. Ich weiß nicht, ob wir die auch noch finden müssen. Gut. Wir werden ziehen. So. Alles klar. Gut, dann hätte ich gesagt. Ganz kurz nochmal. Wo war denn nochmal die Uhr? Die Uhr, wo war die Uhr? Muss ich dann gleich nochmal auf die Karte schauen? So, jetzt schaue ich auch das noch ganz kurz da lang. Nee. Das war kein Polizist, der eine Munition dabei mit sich trägt. Okay. Jetzt habe ich die Gewissheit. So, gut, gut. Wo war jetzt der Raum mit der Uhr? Was war das für ein Raum? Wir sollten vielleicht auch den Zeiger mitnehmen. Das wäre vielleicht auch noch von Vorteil. Sonst müssen wir nochmal zurück. Hier lang. Oder war die da, wo wir mit Rebecca waren? Was war denn der Zeiger eigentlich? Ah, das war ich, okay. Ich weiß alles nicht mehr. So. Also hier war die Wassertür. So. Genau, wenn wir eins raufgehen, da war der Riesentausendfüßler. Das war draußen, da war die Kiste. Was wir mit dieser machen können, wissen wir auch noch nicht. Dann gab es ja hier noch diese Schwerttüren, okay. So. Da ging's runter. Okay, wir probieren jetzt einfach mal die Türen durch, bevor wir lange überlegen. Alles andere hat gerade keinen Sinn. Hallo Rebecca.